Blomberg TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Blomberg TV. In der vergangenen Woche fand in der Sparkasse das 14. OWL Sportstudio mit Stargast Ansgar Brinkmann statt. Der weiße Brasilianer hat viele Anekdoten und lustige Geschichten zum Besten gegeben. Ein Best-of davon sehen Sie in der jetzigen Folge von Blomberg TV. Viel Spaß dabei! Ich habe damals zu denen gesagt, eigentlich gehe ich zu TBE, weil ich bin Bundesliga, ich bin gerade jetzt angekommen und so und auf gar keinen Fall, habe noch andere Optionen. Und dann hat Vinny Schäfer gesagt, hast du ein Faxgerät? Habe ich gesagt, ja, habe ich da. Hatte mir den Vertrag durchgeschickt und dann habe ich direkt angerufen und gesagt, hier stimmt was nicht, hier sind ein paar Nullen zu viel. Und er sagt, nee, das wäre schon okay, also 1 Million netto und ja, ein paar Prämien und so. Und ich glaube, er hat noch gesprochen, da war ich schon auf dem Weg zum Flughafen. Und so, dann habe ich gedacht, ja klar, Mensch, gehst du mal ein Auto kaufen. Da war ich bei Mercedes und Kedakos sagte, ja, ich kenne da einen, ein guter Freund von mir arbeitet da. Komm mit nach Training. Ich sage, alles klar, Kiki, wieder dabei. Und habe mir dann so einen Mercedes rausgeholt, so einen Zweisitzer. Und man hat ja Geld gehabt und so. Und dann irgendwann guckt er in meinen Computer und sagt, Ansgar, mit deiner, deiner Schufa kriegst du nicht mal ein Fahrrad. Ich sage, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich sage, ich habe das Geld, ich möchte das, diese Dreckskamera jetzt haben. Warum geht das nicht? Hat mir noch zu lange gedauert, habe ich zu viel gesagt, Abfahrt, jetzt fahren wir zu Porsche. Und, Porsche hatte dann wirklich ein Einsehen und ja, Porsche fahren, das macht Spaß. Und die ganze Mannschaft hat gefeiert und bis nachts um 2:30 und sind dann, ich kürze das mal ab, dann irgendwann mit den Autos los. Und 4 Autos vor mir haben sie durchgewunken an dieser Brücke in Osnabrück, dreispurig. Und ich durfte dann halten und vergesse nie die Scheibe runter und der Polizist sagt dann, Ansgar, hast du was getrunken? Ich sag, wenn ich fahre, trinke ich nie. Ich saß wirklich hinten in diesem Auto, ich weiß nicht, wer von Ihnen hat schon mal einen Polizeiwagen hinten, die wenigsten. Und ich wollte so raussteigen, ging nicht. Und dann, das war auch nicht clever oder auch nicht geplant oder so, dann habe ich die Scheibe runtergekurbelt, geht auch nur so ein Stück. Ja, also man kommt da kaum raus. Und dann habe ich aber so durchgefasst und dann machte das Klack und das vergesse ich wirklich nie mehr. Das macht ja dann Klack und ich war schon einmal draußen und dann höre ich noch, wie dieser Polizist vorne im Auto Walkie-Talkie greift und sagt, der haut ab. Und wirklich diese 3 Polizisten auf der Kreuzung, die 2 bei mir im Auto, auf dieser Straße bin ich dann losgesprintet, die voll sprintet an mir her und ich höre wirklich noch, wie der eine sagt, den kriegen wir nicht. Wenn ich den vorher sagen könnte, aber das ist ja auch nicht möglich, also unsere Spieler, die nicht kriegen, gute Nacht. Auf jeden Fall bin ich dann die Straße hoch durch den Gärten und bin dann aus den Garagen da. Da lag ich dann wirklich nur drauf und da kommst du auch wirklich nur drauf, wenn du Angst hast, ungefähr so hoch wie da. Und da habe ich meinen Kumpel Thomas Müller angerufen, der in Oldenburg wohnt und lebt. Und überall Sirenen und Buddy sagt dann, Ansgar, was ist da los? Und dann habe ich wirklich zu ihm gesagt, Buddy, hier kommt nicht mal der MacGyver raus, habe ich zu ihm gesagt. Habe ich ihm was alles erzählt, ist der losgefahren aus Oldenburg und so. Und nach 2 Stunden bin ich dann erstmal da runter und bin in so ein Taxi gesprungen und dieser Taxifahrer, ne, ich bin so reingesprungen und der sagt, als erstes sagt er zu mir, Ansgar, die suchen dich überall. Ja, das schließe ich nie aus. Auf jeden Fall bin ich dann zum Treffpunkt und Thomas Möller hat mich dann wirklich im Kofferraum aus dieser Stadt gefahren, weil ich dann wirklich überall, ich hab nur Glück gehabt, aber die können das jetzt in dieser Geschichte, ist wirklich, ich habe dann am nächsten Morgen den anderen angerufen, von Osnabrück, und der hat gesagt, ja, alles gut, Ansgar, wenn die Presse anruft, sagt ihm bitte, die Polizei wollte mal Porsche fahren. Habe ich dann auch gemacht, also, das können Sie sich vorstellen, die Bildzeitung, alle Zeitungen. 3 Tage später war ein Spiel, das ganze Stadion hat gerufen, wir wollen mal Porsche fahren. Da war richtig was los und auf jeden Fall, das in der Geschichte ist, lauf, wenn du kannst. Ich erzähle mal kurz die Geschichte, es geht los und wir führen, glaube ich, 1-0, 2-0, 2-1 und 3-1, glaube ich, für uns, wenn ich mich recht erinnere. Und das in Gladbach war schon ein Brett und ja, und dann so ein gewisser Stefan Effenberg hat wirklich auf alles getreten, was sich da bewegt. Und irgendwann hat er auch mal mich erwischt und dann habe ich wirklich zu ihm gesagt, ey, was ist los mit dir? Komm mal auf die Anzeigetafel, weißt du auch, wie ich stehe? Ja, und das hat er notiert. Dann hat er mich sehr ruhig hat er das notiert. Und dann war Halbzeit und ich werde nie vergessen, Joaquin, der auch später, den ich bei TV wieder getroffen habe, in Gladbach gab es einen Fahrstuhl. Und ich weiß es noch wie heute, ich gehe so die Treppe und ich sehe Joaquin in diesen Fahrstuhl steigen. Mit Effenberg und noch einem Gladbacher Spieler. Ich sitze schon in der Kabine und plötzlich kommt dieser Joaquin reingerannt. Trainer, Ansgar, Kloppo, der Effenberg. Ich sage, was ist mit dem? Der hat mich gewürgt. Im Fahrstuhl hat er mich gewürgt. Das ist ja heute ein Skandal. Wir haben wirklich zu ihm gesagt, was gehst du auch mit dem im Fahrstuhl? Das geht auf Bahn. Und nach einer Minute schreit er mich an und sagt, Ansgar,
bist du ein Freizeitfußballer? Und beruhigt sich gar nicht mehr, geht weiter auf und ab und so. Und sagt dann wirklich nach 3 Minuten, Ansgar, ich wechsle dich aus. Das war der Moment, wo ich hochgeguckt habe und dann gesagt habe, Trainer, ich habe hier mal gespielt, das war mal mein Wohnzimmer, Jürgen Klopp war mal mein Zimmerkollege, der ist der Trainer, ich spiele weiter. Und da wurde es ganz ruhig in der Kabine. Und dann sagt der Testermeier, der saß neben mir, der sagt dann, Ansgar, wenn der Trainer sagt, du bleibst draußen, dann bleibst du draußen. Und da habe ich wirklich gesagt, Dummy, wenn ich mit dem nicht gesprochen hätte, wärst du gar nicht im Kader. Ja, ich war wieder auf dem Platz und 4 Minuten später komme ich aber auch in die Kabine und wenn ich auch nicht vergessen, den Pfander fehlen, dann ich noch ein Duschen war und ich da reinkomme und sagte zu mir, und hat er mich doch ausgewechselt? Ich sage, nee, rot. Also, einsmaliger Musik, Fußball, Alkohol und Frauen, das gehört alles zusammen. Wir sind dann auch abgestiegen, kann ich Ihnen gar nicht so sagen. Und, ich weiß auch nicht, was Maske raus war. Ich habe einen Freund angerufen und habe gesagt, Gott hat mit mir gesprochen. Hast du es nie bereut, das mal ganz nach oben zu schaffen, dein Talent vielleicht auch ein bisschen verschludert? Ja, natürlich hätte ich, das wäre blöd, heute zu sagen, war alles egal. Nein, ich hätte auch gerne mal für einen Top-Club gespielt, vielleicht mal für einen richtigen Club und Vollgranaten nicht rumgehabt. Aber das sollte nicht sein und dafür hätte ich ein bisschen professioneller vielleicht dann auch arbeiten müssen und leben müssen. Aber ich wollte halt nicht 20 Jahre Salat fressen und 10 schlafen.